Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, ja, wir sind auf dem Weg wieder zum neuen Lager. Halt, ich brauche ein bisschen Gemüse, ein bisschen Salat. Warte, hier, genau. Und verknusper das jetzt mal. So. Und werde das ganze Geschichtel jetzt nochmal speichern, hier. Und probiere mein Glück bei den Kerlen da vorne, bei den beiden. So. Mal schauen, ob ich sie besiegen kann. Die Erpresser, genau. Ui. Okay, nee, da habe ich keine Chance. Das ist zu viel. Die sind noch zu viel. Okay. Wollte ich nochmal ausprobieren. Gut, ist nicht schlimm. Es gibt noch einen anderen Weg ins neue Lager. An diesen Deppen vorbei. Okay. Ah, die Schnapp ist drüben, wollte ich noch machen. Stimmt. Ha. Das hab ich, die habe ich jetzt vergessen. Oi. Ja, das sind ja nur zwei gewesen, ne? Naja, wobei, ich könnte schon noch einige wegklatschen. Ich könnte noch einige wegklatschen. Da fällt mir noch einiges ein. Ich drehe nochmal um. Vielleicht schafft man auch Level 9 zu bekommen. Dann habe ich genug Stärke, dass ich mir den Zweihänder anziehen kann. Dann müsste ich vielleicht, braucht man da 10 Stufen für, dass man einmal den Zweihänder aufwerten kann. Also die Fähigkeit. Wahrscheinlich, ne? Oh je. Okay, das ist jetzt ein bisschen Hartscherei jetzt. Wir fangen in der Nähe vom alten von der alten Mine an. Da gab es auch einige Schnappis. Und dann arbeiten wir uns Richtung altes Lager wieder hin. Da hinten gab es noch zwei und... Wo gab es noch welche? Jetzt habe ich die dritte Stelle vergessen. Eins, zwei und... Habe ich vergessen. Ist ja egal. Ist nicht so schlimm, glaube ich. So. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Die Stelle, da haben wir ja schon. Ist nicht so schlimm. So, mal ein bisschen Tempo geben. Weil da hinten allein, da hinten beim alten bei der alten Mine, sag ich mal, altes Lager. Bei der alten Mine in der Nähe, da sind, glaube ich, sicher 5, 6 Schnappis, wenn nicht mehr. Vielleicht geht sich, ne, Level Up wird sich nicht ausgehen. Dafür fehlt uns noch viel zu viel. Aber was man hat, hat man. Die spawnen dann sowieso wieder nach ein paar, wenn wir Kapitelwechsel machen. Ich denke halt, dass es noch so ist, wie früher. Jo. Dann hätten wir das auch schon. Guten Tag, die Herren. Auf Wiedersehen, die Herren. So. Tap, 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 tap. Ein Baum. Ausweichen, bitte. Und zwar da oben. Da müssten haufenweise Schnappis sein. Schnappis, genau. Schnappis. So heißen die. Da müssten sie regelrecht kräuchen und fleuchen. Und da hinten sind auch noch ein paar. Liege ich da noch richtig? Oh yeah, da sehe ich sie schon. Passt. Das heißt, speichern. Und eines nach dem anderen pullen. Das sind viele, viele. Oh ja, yeah, viele. Oh nein, zwei, bitte nur einer. Ach doch, zwei. Verflucht. Ich wollte nur einen haben. Das könnte jetzt schon zu viel sein. Das könnte jetzt schon mein sicherer Tod sein. Das könnte jetzt mein sicherer Tod sein. Oder auch nicht. Ist hier noch gut ausgegangen. Ich freue mich. Glück im Unglück. Ich verbrauche jetzt ein paar Tränke, aber die kleinen Tränke helfen mir dann, wenn ich stärker bin, eh nicht mehr allzu viel, weil sie einfach zu wenig heilen. Deshalb opfere ich sie jetzt mal da.
Ich bin so frei. So, zwei Schnappis weniger. Ich bin entzückt. Da haben wir auch schon die nächsten zwei. Ach, was soll's denn? Die wenigstens eh überlebe. Glaube ich halt. Oder auch nicht. Okay, diesmal nicht. Da war ich jetzt zu ungestüm. Sie müssen scheinbar langsam laufen. Ich muss den Überraschungsmoment ausnutzen. Okay. Ach, herrje. Ich würde sie schon gern einzeln bullen, bitte. Ja, so muss das ausschauen. Das gefällt mir. Komm nur, du Mistviech. Und gib mir deine Erfahrungspunkte. Ah ja, jetzt ist mir die dritte Stelle wieder eingefallen. Richtig, ist mir gerade wieder eingefallen. So. So, da essen wir mal ein bisschen was. Das ist mir sogar ganz recht, dass wir die jetzt schon killen können. Weil später könnte es sein, dass ein gewisser jemand uns ein paar wegschnappt. Ein gewisser jemand mit einer schönen Zweihänder-Axt. So, das war die Rache, dass du mich vorher umgebracht hast, du Mistviech. So, da haben wir das nächste Opfer. Oh, das sind wieder zwei. Langsam, langsam, langsam. Bitte nur einer. Danke. Den hinteren habe ich gerade nicht gesehen gehabt. Komm nur her. Jo, der war nicht, das war nicht so schön gerade. Das war gerade nicht sehr schön. Ach ja, die Briefe wollte ich noch lesen. Nachricht. Gehört einem Wegelagerer am Fluss. Was haben wir denn da? Hab die Lieferung Erz den Fluss runter in einer Höhle deponiert. Allerdings komme ich jetzt nicht mehr dran, weil sich ein Lurker dort eingenistet hat. Werde wohl warten müssen, bis der sich wieder verzogen hat. Allerdings sind diese Viecher sehr zäh und ich sollte mich vorher noch nach einer besseren Waffe umsehen. PS, wer den Brief auch findet, lasst die Finger von meinem Erz. Sonst finde ich dich und hol mir denn mein Zeug wieder. Ah? Aha, das haben wir uns aber gekrallt. Vielleicht werden wir sterben dadurch, werden wir sehen. Was war das jetzt für ein Brief? Moment. Nachricht gehört dem Wegelagerer in der Schlucht. Okay, passt schon. War doch die richtige Entscheidung, aus dem alten Lager abzuhauen. Zwei von uns sind in ein Lager im Orkgebiet aufgebrochen und haben das Erz mitgenommen. Werden uns bald auf den Weg machen und anschließend das Erz aufteilen. Und dann gibt es noch, glaube ich, sowas. Bedarfsliste, ach so. Und die Rezepturen. Band 1. Das Balsam des Sehens. Dazu wird im Galle auf die Augen gestrichen. Galle auf die Augen gestrichen. Galle ist bitter im Geschmack. Wird dieses Bittere auf das Auge genommen? Das heißt, schauen wir das Bittere an, so erwächst daraus Weisheit. Wir werden sehend. Bitterkeit und Weisheit schließen einander aus. Sie sind Gegenpole. Aha. Tränen, Leid und Enttäuschung sind bitter. Tränen, Leid und Enttäuschung sind bitter. So. Die Weisheit aber ist die Trösterin in jedem seelischen Schmerz. Bitterkeit und Weisheit bilden eine Alternative, wo Bitterkeit, da fehlt die Weisheit. Und wo Weisheit, da fehlt es keine Bitterkeit. Da gibt es keine Bitterkeit. Das soll jetzt ein Rezept sein? Okay. Ja, wenn Sie meinen. So, ich esse noch was. Was habe ich denn noch zum Essen? Noch ein bisschen Seraphis, noch ein bisschen Salat. Ja, sicher. Warum nicht? So. Dann nochmal speichern. Okay.
Und dann ein Stückchen rauf. So, viel weiter nach oben traue ich mich dann schon bald fast nicht mehr, weil da gibt es, glaube ich, ein Banditenlager, kommt mir vor. Und die werden mich dann sicher mit ihren Pfeilen töten. Also ich werde jetzt nochmal speichern. Der hat mir jetzt zwar ziemlich zugesetzt, aber ist ja wurscht. Und ich glaube, ich bilde mir ein, da drüben gibt es dann später einen Troll. Da sind es wahrscheinlich nur Harpien, kann ich mir vorstellen. Ich sperre mal ein Stückchen darüber. Goblins! Okay, schwarze Goblins wahrscheinlich. Das wäre nochmal ein gefundenes Fresschen für uns. Vielleicht bringe ich doch noch ein Level up zusammen. Mir fällt nämlich gerade ein, ich habe ja noch ein paar Goblins vergessen. Die gibt es ja noch in der Nähe von diesen Wegelagerern, wo wir gerade vorher waren. Ich schaue mal, ob ich den einzeln bullen kann. Wenn die ganze Meute kommt, dann wird das schwierig. Das will ich da nicht haben. Nach Möglichkeit sollte er einzeln kommen. Ja. Goblin-Krieger direkt sogar. Hui. Meine Herrschaften, das war jetzt mehr wie knapp. Machbar, aber äußerst knapp. Ui. Da werde ich, glaube ich, alle meine Tränke verbrauchen. Da werde ich meine Vorräte ziemlich dezimieren. Aber ich glaube, es ist sogar ein bisschen rentabel für uns. Ich probiere es halt mal, soweit es geht. Goblin-Krieger sind halt schon eine Hausnummer. Ich probiere es mal mit dem da drüben. Ja, wieder schön einzeln gepult. Jawohl. Boah, ein, zwei Schläge waren das jetzt nur, ne? Das ist echt eine knappe Nummer. Aber was soll man machen? Es bringt halt schon Erfahrungspunkte, ne? Und ich brauche sie halt. So, nom, nom, nom. Ja, es ist halt ein bisschen mühselig am Anfang. Was sollst du machen? Es ist halt so. Aber es ist ja nicht ganz umsonst, ne? Wie viel sind es noch von diesen Deppen? Oh mein Gott. OMG, da sind noch schön viele. Ja, der ist gut gegangen. Da kannst du sagen, was du willst. Der lief gut. So. Der lief gut. Und Level 10 brauche ich halt. Dann kann ich das noch im alten Lager abschließen. Oh, da ist der Troll, ich sehe ihn. Alter. Mistviech. 120 gibt er zwar nur, aber... ja. Holla, die Waldfee. So. Nom, nom, nom. Runter mit dem Salat. Nach Möglichkeit den Troll nicht bullen. Aber die Goblins rundherum. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Ein bisschen Salat. Dunkelkraut. Steinwurzel. Noch mehr Steinwurzel. Noch eine Steinwurzel. Eine Spruchrolle. Einen Trank. Tagebuchseite. Alles klar. Dann würde ich sagen, nochmal eine kurze Lesestunde. Bedarf, Nachricht, Tagebuch. Eine stark verwitterte Seite, deren Schrift man kaum noch in den entziffern kann. Entziffern. Identifizieren oder entziffern kann. Ja. Der ehemalige Besitzer scheint ein Trolljäger gewesen zu sein. Ah. Hat ihm nicht viel gebracht. Wenn ich das jetzt gut hinkriege, kann ich hier noch die alle killen. Das wäre hervorragend.
Und ich schaue noch schnell, was wir hier für eine Spruchrolle bekommen haben. Wenn das so eine Spruchrolle zum Einschlafen ist. Halt. Monster schrumpfen. Genau, das war das. Okay. Okay. Monster schrumpfen. Alles klar. Na gut, schauen wir mal, ob ich Glück habe. Komm her, Krieger. Vielleicht erpacke ich sie wirklich, dass ich die alle vernichten kann. Das wäre mehr wie Fisch. Alter, Mistviech. Ja, das war's. Ja. Sobald er sich nach hinten dreht und er sich nicht mitdreht, ist vorbei. Da hast du keine Chance mehr. So, nochmal. Mach. Ja, jetzt kommt er. Gleich. Nochmal von vorn. Ja, wieder habe ich es versammelt, ne? Ja. Ja, okay. Jetzt habe ich kein Glück mehr, oder was? Wenn ich zu früh ansetze, ist nicht gut. Naja, ist ja fünfmal gut gegangen oder so, ne? Hallo. Das wäre halt echt schöne Beute hier. Vor allem die Goblin-Krieger, die droppen mal was. Ich bilde mir ein, das war früher noch nicht so. Mach! Zerschlag ihn! Was ist denn jetzt los, Kerl? Wieso magst du denn nicht mehr, Mistkerl? Also meiner jetzt. Du hast doch vorher alle können umbringen. Jetzt geht nichts mehr, oder was? Nicht einmal noch ein Level ab. Streicht er schon. Ja, sicher, jetzt kommen 12. Warum kommen jetzt so viele? So kommen denn jetzt 2? 3? Waren es 3? Um Gottes Willen. Jawohl, jetzt geht's. Lol. Jetzt kommen sie wieder. Ey, jetzt komm, mach ich. Das ist Verarsche. Habe ich jetzt Ruhe? Ja. Kriegst noch einen Herzinfarkt hier. Aber das kann ich, glaube ich, speichern. Das kann ich, das darf ich speichern. Ja, was soll man machen? Es ist halt. Ja, es ist halt ein bisschen Farmen dabei, erfahrungspunktemäßig. Ne? Was soll man machen? Es gehört zum Spiel dazu. Ja, komm her. Ich probiere es mit dir auch gleich. Ja. Geht ja. So. Kommt wieder irgendwas auf mich gestürmt? Nein. Gott sei Dank. So. Oh, das ist. Das eitert in Arbeit aus. Super, der ist respawned. Ich werde gleich brechen. Ich könnte brechen. Echt. Der ist respawned. Pfui. Naja, was soll's. Ist halt Pech. Ja, mit dem Salat. So. Und noch eine Beere hinterher. So. Passt. So. Was sollst du machen? So. Na dann, die Herren. Bitte nur einer. Ja, komm. Feigling. Hallo? Jetzt einmal. Kommen schon wieder 2. Boah. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Hallo? Bleib wenigstens du hier, Idiot.
So, wenigstens einer. Stirb. So. Oh, es ist echt Arbeit. Ja. Das ist wirklich Arbeit. So, ich habe schon alles vollgeblutet. Ja. Das ist meine Wegmarkierung. So. Nochmal. Trinken bitte. Hallo? Trink das. Herbert, trink das. So. Jetzt müsste ich bald die Kräuter wechseln hier. Wo kommt der Goblin jetzt her? Ich glaube, das ist schon ein bisschen verpackt schon langsam. So, 1, 2, 3, 4, 5 sind es, glaube ich, noch. Ja, jetzt kommen sie zu viert oder zu fünften, ist ja klar. Logisch. Logisch. Wow. Die verfolgen mich noch. Wahrscheinlich jetzt bis ins alte Lager. Sind das jetzt alle? Mhm. Okay. Ich glaube, ich habe das Ganze jetzt zu sehr ausgereizt. Habe ich. Die respawnen jetzt nicht mehr. Beziehungsweise laufen sie nicht zurück. Ja, schön. Geschafft. Wow. Laufen die mir jetzt immer noch hinterher? Nee, oder? Jetzt ist Ruhe. Okay, jetzt habe ich Ruhe. Lol, was war das jetzt gerade? Alter Schwede. Zwei Tabaki natürlich nicht, ne? Einer ist noch okay, aber zwei? Sind sie jetzt wieder ganz oben? Na, dann lasse ich das nämlich. Dann lasse ich die oben stehen, ist, glaube ich, besser, ne? Ja, ist, glaube ich, besser. Lassen wir das mal. Okay, ich kann sie theoretisch immer noch killen, wenn ich möchte. Gut. Dann schauen wir uns hier unten weiter um. Hier müssten noch irgendwo ein paar Schnappis sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Tja, dann können wir uns... Ja, da geht schon einer. Ja, komm her, Schnappi. Sehr brav. Da kommt er schon. So. So. Die machen auch weniger Damage. Sind zwar auch tödlich, aber nicht so schlimm. So. Passt. Puh, wie lange ist denn noch bis zum Level Up? Oh, nicht mehr viel. Einen knappen Tausender. Super, das freut mich. Dann können wir auch schon unseren Zweihänder ausprobieren. Komm nur her. Mein Freund. Ich massiere dir ein bisschen den Rücken. Oder das Gesicht, wie auch immer. Eher das Gesicht. Eine Kieferkorrektur. Ja. Ja, das war klar. Weil irgendwie hat er jetzt nicht wollen. Ja, war klar. Es war so klar hier. So, nochmal. Dann esse ich noch schnell was. So, das sollte reichen. So, kommen Sie. Kommen Sie. Freier Eintritt. Jetzt habe ich die Kieferkorrektur bekommen. Komm her. Sehr gut. So. Und nochmal was essen. Jetzt habe ich schon ganz schön viel Seraphis weggesnackt. Jo.
In mir schlummert ein Veganer. So. Und dann noch... Nehmen wir noch ein bisschen Brot. Hast du Brot? Nom, nom, nom. So, passt. Schön speichern. So, wie viel Zeit habe ich noch? Ein paar Minütchen habe ich noch. Gut, gut, gut. Ein paar Minuten Zeit. Das ist viel. Das ist gut. Ist da drin noch jemand zu Hause? Hallo? Nein? Gut, dann bin ich mal so frei und nehme mir die zwei Pflanzen damit. Weil mehr ist es nicht. Mhm. Okay. Gut, dann wären wir hier mal fertig soweit. Dann würde ich sagen... Naja, die Goblin-Krieger wären halt schon cool zu vernichten, ne? Irgendwo. Aber wenn jetzt wirklich immer 5 kommen, ist halt auch scheißlich. Ich meine, ich könnte es nochmal probieren. Dann werde ich auch gleich die Goblins auf der anderen Flussseite hier auch gleich mitkillen. Wenn ich die da oben jetzt noch schaffe. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. So weit ist es ja nicht drauf. Vielleicht war der eine wirklich jetzt extrem buggy. Weil ich sollte ja hier noch nicht sein eigentlich. Ja, jetzt ist der eine da weg. Vielleicht war der wirklich so ein Bug, so ein gemeiner. Dann probieren wir nochmal unser Glück, ne? So. Vielleicht habe ich ja... Vielleicht klappt es ja. Schauen wir mal. Ja, schaut besser aus. Au. Passt. So, ja. Da waren es nur noch 4. Bei Erze gibt es ja auch. Gibt es ja auch viel, ne? So, da trinken wir noch einen Schluck. Und essen noch ein Brot dazu. Oder 2. So. Speichern wir wieder und dann der nächste. Wären ja nur mehr 4. Wäre nicht so schlimm. So. Den nächsten. Ich probiere den da oben. Oder vielleicht lieber doch den da drüben. Ich glaube, wenn ich von hier gehe, ist, glaube ich, besser. Den da zuerst. Ja. Okay, das kommen wieder 3. Mal schauen, ob sie mich jetzt bis zum Nimmerleinstag verfolgen. Könnte auch sein, dass die im Verband sind. Vielleicht, wenn sie ein Stück weiter weg sind. Ich probiere es einfach nochmal. Weil ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ich speichere das nochmal. So, für den Fall, dass ich hier verrecke, ne? So, probieren wir es nochmal. Komm her, Freund. So. Sehr gut. Das lief sehr gut. Da waren es jetzt nur noch 3. Gut, gut. So. Ein bisschen Essen. Dann nehmen wir auch einen Schinken mal dazu. Der ist ja auch lecker. So. Nom, 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 nom. Wieder schön speichern. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Das wäre echt nicht schlecht. Das wäre wirklich nicht schlecht. So, ein Goblin noch, dann wird der Part zu Ende. Wenn wir ihn halt killen können. Schauen wir mal. So, jetzt ist der frei. Das müsste funktionieren, dass die anderen nicht mitgehen. So, die anderen werden halt ein bisschen schwieriger sein, denke ich mal, ohne den Troll zu pullen. 2, 3 kommen, okay. Die sind ein bisschen so auf Bruderschaft, ne? So, vielleicht kann ich wieder einen aufhalten. Ja. Das ist super.
Ja, man muss so machen, es geht nicht anders. Es geht schon anders, aber sehr schade um die ganzen Pünktchen, oder? Der hat gesessen, boah. Da haben wir uns ordentlich eine verpasst. Schön. Das war sehr schön. So. Gut. Nochmal ein Schlückelchen. Und nochmal eine kleine Jause. Da haben wir noch gebratenes Fleisch. Das ist super. So. Und das Ganze nochmal speichern. Und dann beenden wir den Part. Ihr Lieben, ich weiß, es ist nicht gerade spannend momentan. Aber wir müssen farmen. Erfahrungspunkte sammeln. Dass die Schwarte kracht. Und die kracht bei uns ja öfter. Na gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr dieses Gemetzel hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.